vorne an Währungsreform, es gibt Zwangshypotheken und so weiter, das ist ganz spannend, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Kann ich auch sehr empfehlen, einfach mal offen sein und sehen, was in der Historie passiert war. Da findet man sehr, sehr viele interessante Antworten, was sich immer wieder wiederholt auf unserer Welt, wo halt in den neuen Mantel eingepackt. Und hier eine der ältesten Geldanlagen, neben Gold und Silber, die immer einen Wert hat, immer funktioniert hat, und das war Landwirtschaft, Land und Holz. Darauf auch Holz haben wir schon immer benötigt und dann auch zukünftig immer mehr benötigen. Hektar Land kann nie verloren gehen, aber hier zum Beispiel von Harvard etc., die haben auch solche Sachen mit drin, warum Holz und Wald, die Weltbevölkerung steigt jeden Tag um 220.000 Menschen. Und der Holzverbrauch ist mehr oder weniger linear damit. Das ist ein absoluter Zukunftsmarkt für die nächsten Jahrzehnte. Das wissen wir bereits. Hier, warum dann Paraguay? Paraguay ist ein sehr konservatives, demokratisches Land und es hat die perfekten Bedingungen für Wald, ungefähr die vierfache Ernte, als wenn wir es hier in Deutschland hätten. Ich persönlich halte auch eine Streuung außerhalb der EU inzwischen für sehr, sehr sinnvoll, wenn man sich ein bisschen anschaut, wie so die Gesetzgebung, was hier alles so passiert. Wenn man sich einfach mal anschaut, so Enteignungen auf Zypern etc., wie die ganze EU aufgebaut ist und welche Gesetze erlassen werden, wie die vor allem dienen. Also wäre sehr interessant, auch darüber ein bisschen zu sprechen, haben wir nicht die Zeit, aber deswegen finde ich es auch ganz spannend, vielleicht ein bisschen weiter zu denken. Kommen ja auch schon, ja. Manche lächeln mir ja auch schon an, weil die genau wissen, wovon das ich spreche. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe selber da auch gut investiert. Paraguay ist ein sehr, sehr ruhiges, interessantes Land. Man bekommt dann alle paar Jahre passives Einkommen. Und dann bekommt man Ausschüttungen, ganz vereinfacht, also circa eine Vervierfachung von dem Kapital. Und man kann, wenn man den Schlussteil wieder reinvestiert, kann man sicher eine unendliche Rente dadurch schaffen.